Kaffee schmeckt immer gut. Es gibt ja auch welche, die trinken gar keinen Kaffee. Das ist, also ich tue da jetzt keinen Verklagen, du trinkst keinen Kaffee, du bist ein Loser oder irgendwas. Gibt ja auch welche, die das halt richtig interpretieren, du bist kein Mann oder bist nicht erwachsen oder so. Zum Beispiel der Let's Player, Simon, also ungespielt. Die meisten kennen er als ungespielt, ich kenne ihn eigentlich so als Simon. Ich habe mir so den Namen angewöhnt. Und ja. Babyschleime. So. Ja, und wie gesagt, er trinkt auch keinen Kaffee. Und ich sag mal so, er steht auch zu seinem Wort. Auch er ist ja auch selber Vegetarier, Veganer, weiß ich jetzt nicht. Und ich finde das eigentlich klasse. Wenn es so kommen würde, ich würde es auch gerne mal probieren, so eine vegane Woche zu machen oder vegetarische Woche, je nachdem. Ich würde das mal probieren, also das ist, wird wahrscheinlich ein Erlebnis sein, was man eigentlich mal mitmachen sollte. Ja. So. Ich fahre mir gerade das ganze Zelt hier ab. So. Na, wie gesagt, also die, es gibt so wirkliche Kaffee-Junkies. Kenne ich auch einige. Und ja, ich trinke gerne Kaffee, aber ich trinke jetzt nicht so viel Kaffee, dass ich davon rumtorkeln muss, weil... Ja, ja, weil... Ja, einige trinken Kaffee, damit sie wach bleiben, andere trinken Kaffee, weil es gut schmeckt. Andere wiederum trinken Kaffee, weil sie denken, damit sie die Größten sind. Da gibt es auch welche. Da kenne ich sogar einen speziellen Fall. Der hatte Kaffee getrunken, nur damit es ihm gut geht. Also damit er auch halt in der Gesellschaft anerkannt ist. Tja, aber im Endeffekt war es so, dass der Kaffee für ihn schlecht war, weil er irgendwie halt... Dieses Koffein, was da drinne war, das hat er nicht vertragen. Das hat ihn natürlich fast das Leben gekostet. Klingt doof, ist aber manchmal so. Wenn welche meinen, ja, hier, ich bin der Beste, kommt, ihr könnt mir gar nichts, so ungefähr. So, ich lasse jetzt erstmal das Wasser hier ein bisschen ablaufen, dass ich das nicht die ganze Zeit hier drin habe. So. Tu erstmal Fackel hier hinsetzen. So. Ich werde aber auch noch. Huch. Ach so. Ich dachte jetzt gerade, hä, was ist das gewesen? Aber es war nur ein Block, der mich zerquetscht hat. So. Das nehme ich noch gerne mit. Ich hasse das. Ich vergesse das jedes Mal. Da drüben ist wieder so ein Astronauten-Skelett. So, das mache ich auch mal eben, so dass ich da auch durchkomme. Ja, die Wand würde ich da jetzt ungern kaputt machen. Dann machen wir da mal Sand hin. Ja. Und ich höre schon wieder ein Wurm. Und eine Fackel hin. Ja. Da kommt das Würmchen. Haben wir genau gesehen. Sehr gut. Erstmal das Wasser hier ablassen. Vielleicht komme ich dann da hinten hin. Ach, kommen wir auch von der anderen Seite rein. Ist ja okay, ein Hit. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, das Wasser müssen wir so oder so ablassen, wenn wir das Eisen da haben wollen. Das ist eigentlich egal jetzt. So. Müssen wir bloß gucken, wo es hinläuft denn am Ende. Aber ich gucke erstmal hier oben. Ich mache die Höhlentour ein bisschen länger. Damit wir auch ein bisschen so das, den größten Teil auch mitnehmen können. So. Kann ich eine Fackel hinsetzen? Weiter geht's.
Ich hoffe, wir finden noch irgendwas Spezielles, weil wäre natürlich klasse. Dann müssen wir nicht die ganze Zeit hier rumhocken. Ah, das ist noch sowas. So. Hinten ist auch nochmal Zelt. Also wir haben hier eine schöne Zelthöhle. Wie viel Eisen können wir denn noch mitnehmen, en masse? So. Ah, da. Hier ist weg. Ach ja, ich bin auch schon wieder am Quasseln. Aber das ist halt normal bei einem Let's Play. Ja. Ja, so kann man es natürlich auch machen. So. Jetzt kann schön alles erstmal weg. Na, jetzt ich lasse das mal hier unten. Ah, Mist, ich wollte die Fackel eigentlich retten. Lass ich es erstmal runter. Baue ich erstmal schön ab. Und jetzt komm. Siehst du, und ihr seht auch schon, Terraria läuft ein bisschen flüssiger als letztes Mal. Ja, du sollst. Das liegt daran, weil ich momentan ein bisschen ein paar Umstellungen mache für meinen Laptop. Weil ich habe ja keinen PC, wo ich jetzt, sagen wir, hier so wirklich gamen kann oder so. Ich kann zwar schon richtig Gaming-Spiele spielen, aber es ist halt nicht so ein starker PC. Man kann da, also ist jetzt nicht wie ein normaler Laptop, aber ist jetzt halt okay, ein Gamer-Laptop oder so. Er hat schon Vorzüge, also er hat einen i5-Prozessor, 4 Kerner. Und ja, sollte ich ja eigentlich schon, kann man eigentlich schon stolz drauf sein, dass man so einen Laptop hat. Weil die sind ja auch schon teuer und ich habe den für einen günstigen Preis bekommen. Oh, man sollte halt nicht immer das teuerste nehmen. Oh, was ist das? Ist das Stein oder? Ja, Stein. Nicht, dass ich da baue und mir kommt. Oh, ouch. Wie kommt da alles runter? Habe ich mir gerade wehgetan. So, Platinum, das ist sehr gut. Platinum ist das seltenste hier. Momentan unter der Erde. Später wird es entweder Titanium oder Adamantit sein. Je nachdem, was kommt. Vielleicht haben wir sogar alle drei Enderze. Also die ganz neuen. Das wäre natürlich klasse. So. Mal sehen. So. Die haben wir jetzt auch. Da hinten geht es auch noch irgendwie weiter, aber ich werde da jetzt nicht weiter gucken, weil das wäre dann der Weg hier zurück. Ich werde mich aber hier drum kümmern. Ich werde aber eine Wand lassen. Oder nee, warte mal, das mache ich ganz einfach. So. Gut, dass wir Sand mit haben. So, einmal runter. Und ja, mich hat auch letztens einer gefragt, ob ich nicht GTA Let's Playen kann, also GTA 5. Da muss ich sagen, wenn ich könnte, würde ich es auch gerne machen. Aber erstens, ich habe zwar eine Xbox 360. Problem ist, der Lesesensor, also dieser Laser für die CD ist kaputt. Das ist nicht gerade toll, aber ich kann das auch nicht machen. Und zweites ist, ich habe ein bisschen Probleme, ich muss immer die Festplatte abmachen und dann ladet erst das Spiel. Und ja, das haben auch einige andere, also da habe ich schon nachgeguckt, aber das mit den Laserfehler habe ich jedes Mal. Und andererseits gehört mir die Xbox nicht, die gehört ja meinem Bruder. Und wenn, müsste ich da erstmal fragen, ob ich da ein Let's Play machen kann. Und jetzt kommt noch ein anderes Detail hinzu. Mir fehlt ein Grabber dazu. Oder eine Capture Card. Dass ich das auch machen könnte. So, Fackelchen. Und das ist halt das Problem dabei. Man muss halt auch immer ein bisschen gucken, was kann man da machen, was nicht.
Hinten ist noch Silber. Lass mich hier alles ausfackeln, damit ihr auch was sehen könnt. Ah, wieder so ein Schleim. Verschwinde. Yay. So, hier packe ich meine Fackel hin. Ah, komme ich da jetzt ran? Ja. So. Ja, hell. Hell. So, ich glaube, da hoch komme ich jetzt erstmal nicht mehr. Dabei da oben ist nämlich Silber. Aber das ist egal. Oh, jetzt haben wir ja schon drei. Alter, ernsthaft? Oh, weil. Ich gehe erstmal hier unten hin. Gut, die kommen ja. Ach, jetzt habe ich nichts mehr zum Werfen. Ah, Mist. Habe ich gerade den letzten versammelt. Hier mal ein bisschen was ran, dass ich da unten gucken kann. Ich habe keine Glowsticks mehr, nicht? Mist. Gut, dann muss ich mal kurz auf gut Glück darunter. Nein. Da geht's nämlich tief runter. Das habe ich nicht fast geahnt. Na, wie kommen wir da jetzt hin? Weil ich brauche nämlich Glowsticks, um da runter zu gucken. Ah, nein. Ah, zum Glück haben wir hier hinten den Ausweg. Ja, und jetzt fehlt auch der Jellyfish, den wir auch gebrauchen hätte können. Andere Möglichkeit wäre, dass wir da hinten durchgucken. Oder ich mache die alte Art, dass ich mich durch die Wände baue. Und zwar so hier. Oh, dass ich Licht mache. Seht ihr, und da geht es nämlich tief runter. Was ist das denn? Achso. Jetzt brauche ich natürlich Luft, das ist klar. Oh, Luft. Luftgigant. Oh, jetzt muss ich aber schnell machen. Oder auch nicht. Jetzt kommt schnell, bevor ich sterbe. Das ist das Problem dabei. Wenn man einmal irgendwo nicht weiterkommt oder so ein bisschen versagt hat, dann alles gleich kaputt. Wenn da unten ein Monster hockt, kommt man da auch nicht schnell weiter. Da. Sehen wir auch ein bisschen mehr. Los, komm. Schaffe ich nicht. Mist. Los. Ha. Oh. Puh, das war knapp. Trinke ich nochmal ein Schlückchen Käffchen? Irgendwas muss ich mir jetzt einfallen lassen dazu. Eieieiei. Gute Frage, nächste Frage. Haben wir irgendwas? Bomben könnten wir nutzen. Ah, die würde ich mir ein bisschen aufheben wollen wegen den... Wo sind denn die? Ach, da oben. Würde ich mir notfalls noch aufheben wollen. Silt. Aha. So, komm jetzt schnell. Jetzt würde ich gerne schnell hier eins. Nach oben, nach oben, nach oben. Komm schnell, schnell, schnell. Oh. Jetzt haben wir nämlich hier unten ein kleines Luftloch und jetzt können wir nämlich hier unten noch ein bisschen weiter bauen. Ah, hab ich so gewusst. So. Oh, hier ist so gut wie nichts. Müssen wir uns richtig tief runterbauen. Huch. War es gerade ein bisschen fail, aber naja. So. Das heißt, ich müsste da rüber. So. Das heißt aber auch, ich muss da hoch. Ja. Fertig.
Gut, wenn man einen Hook hat, dann kann man auch wenigstens abhauen. Aber hier werde ich meine Fackel hinbauen. Da unten könnte man lang. Oder da oben. Ich werde oben lang gehen, weil da hatten wir ja auch noch einen schönen Höhleneingang. Wenn wir oben lang gehen. Ist das denn eigentlich? Iron. Da haben wir das Silber. Wie viel Silber haben wir? Oh, fehlt uns noch ein bisschen für einen vollen Stack. So, schnell alles mitnehmen hier. Ah, ein halber Block. Die halben Blöcke, die sieht man kaum. Sind zwar gut zum Durchlaufen, aber man sieht die halt nicht. Das ist das Doofe. Oh, Copper Ore, das werde ich nur später natürlich wegschmeißen, falls wir was Besseres finden. Ansonsten nehme ich das halt gerne mit. Eisen. Ach, haben wir schon fast einen zweiten Stack voll. Sehr gut. Wupp. Wupp. Ab nach oben. Hier ist dunkel, hier ist dunkel. Hell. Ah, hier haben wir Eisen. Schnell mitnehmen hier. So, das Eisen nehme ich natürlich komplett mit. So, einmal alles abfahren hier. Na, da oben komme ich jetzt gerade nicht ran. Aber gleich. So, jetzt komme ich ran. Was schmeiße ich weg? Das Copper. Das ist Silber. Jetzt haben wir noch Silber in dem kleinen See hier gefunden. So, und hier haben wir nochmal eine schöne Höhle. Vielleicht könnten wir hier noch ein bisschen was. Ah, Platinum. Sehr gut. Aber ich gucke mal hier. Ja, hier guck mal, das ist der Weg, den wir hätten vielleicht früher gehen können. Dann hätten wir vielleicht ein bisschen mehr gefunden. Ja, gut. Man kann ja nicht hell sehen. So, das Platinum nehme ich gerne alles mit. Dass ich davon eine Spitzhacke machen kann. Halt auch bis vielleicht ein bisschen besseres Schwert oder so. Und. Ah, Mist. Na gut. Hell. Und da oben waren wir schon. Hätten wir auch runtergehen können. Mist. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal Piranha killen. Oh, da unten sind drei Fledermäuse. Das Eisen. Oh, jede Menge Eisen. Oh nein. So. Jetzt können wir weiterarbeiten. So. Alles, was noch runterfällt, das nehmen wir uns gerne mit. Das habe ich mich gerade so gerettet. Da oben ist noch mehr Eisen, sehe ich gerade. Also jetzt haben wir eine Eisenmine gefunden, kann man sagen. Nein, ich bin nach oben. Ja. So, zum Glück haben wir den Doppelsprung. Ansonsten wären wir schon einige Male krepiert gerade. Ich werde mal hier eine kleine Einbuchtung bauen, dass wir hier auch wirklich. Nein! Schon wieder das Skelett. Die droppen auch Schwerter, so ein Bone Sword. Das ist besser als wie das Zombie Sword, glaube ich. Aber, na gut. Da ist jetzt gerade was runtergefallen. Aber das ist halt, droppt halt ein bisschen seltener. Später, wenn wir eine Farm haben, können wir das nämlich holen. Wie tief ist denn das geflogen? Ach, da unten. So, so. So. Und das hier, so. Hoch. Ich komme da nicht ran. Jetzt aber. So, so und. Siehst du, und da ist noch mehr Eisen. Oh, das freut mich richtig. Wie viel Eisen haben wir mittlerweile? Zwei komplette Stacks und 65.